Wenn du wissen möchtest, wie du deine eigene Verpflegung auf Geschäftsreisen steuerlich geltend machen kannst, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und grundsätzlich darfst du deine eigene Verpflegung steuerlich ja nicht geltend machen. Das heißt, du darfst nicht die Kosten für deinen Wocheneinkauf in der Steuererklärung ansetzen. Aber es gibt eine interessante Pauschale, die Verpflegungsmehraufwandpauschale. Was es damit auf sich hat, wie viel Kosten du ansetzen kannst und was du dafür tun musst, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Durch diese Verpflegungsmehraufwandspauschalen darfst du weiterhin nicht die tatsächlichen Verpflegungskosten absetzen. Wenn du unterwegs bist, dann kannst du getrost alle Quittungen vom Supermarkt, Bäcker, Imbiss, Tankstelle und so weiter. Das heißt, egal wo du dich verpflegt hast, diese ganzen Belege darfst du wegschmeißen, die darfst du sowieso nicht ansetzen. Stattdessen darfst du aber Pauschalen ansetzen. Dafür musst du genau dokumentieren, wann du quasi das Haus verlassen hast und wann du wieder da bist. Wenn du beispielsweise morgens um 8 losgefahren bist und um 18 Uhr wieder nach Hause gekommen bist, warst du 10 Stunden unterwegs. Und da gilt wirklich von Haustür zu Haustür. Das heißt, wie lange warst du unterwegs? In der Zwischenzeit ist es egal, was du gemacht hast. Ob du im Auto saßt, ob du in der Bahn saßt, ob du tatsächlich beim Kunden warst und so weiter. Eine Geschäftsreise ist quasi immer von Haustür zu Haustür. Da gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar kann es sein, dass du bis 8 Stunden unterwegs warst, dann darfst du leider gar keinen Verpflegungsmehraufwand geltend machen und auch keine tatsächlichen Verpflegungskosten. Die zweite Möglichkeit ist, du bist länger als 8 Stunden unterwegs gewesen, aber keine 24 Stunden. Dann darfst du 14 Euro pro Tag als Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Keine tatsächlichen Kosten ansetzen, sondern einfach eine Pauschale von 14 Euro als Betriebsausgabe in der Buchhaltung berücksichtigen. Die dritte Möglichkeit ist, dass du einen ganzen Tag unterwegs warst, das heißt die kompletten 24 Stunden eines Tages nicht zu Hause warst, dann darfst du 28 Euro als Verpflegungsmehraufwand als Geschäftsausgabe ansetzen. Diese ganze Berechnung wird wahrscheinlich am einfachsten deutlich anhand eines Beispiels. Und zwar möchte ich persönlich gerne auf eine Geschäftsreise gehen. Und zwar geht dieser Kongress von Montagmorgen bis Mittwochabend, das heißt 3 Tage lang, und ich möchte gern vollständig dabei sein. Deswegen plane ich den Sonntag als Anreisetag und den Donnerstag als Abreisetag. Deswegen verlasse ich am Sonntag um 15 Uhr das Haus, fahre dahin, check im Hotel ein, übernachte da, bin dann Montag, Dienstag, Mittwoch komplett auf diesem Kongress und am Donnerstag nehme ich mir entspannt Zeit, frühstücke, fahre danach nach Hause und bin um 12.30 Uhr wieder zu Hause. Wenn ich da jetzt berechnen möchte, wie viel Verpflegungsmehraufwand ich geltend machen kann, dann muss ich jeden Kalendertag einzeln betrachten. Am Sonntag bin ich um 15 Uhr losgefahren. Das heißt, ich war von 15 Uhr bis 24 Uhr unterwegs und quasi außer Haus. Das sind 9 Stunden, das sind über 8 Stunden. Das heißt, ich kann für den Sonntag 14 Euro Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Der Montag, Dienstag, Mittwoch ist relativ einfach, weil da war ich einfach den gesamten Tag, also 24 Stunden lang, nicht zu Hause. Für diese Tage kann ich jeweils 28 Euro als Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Donnerstag ist dann der Abreisetag, da bin ich um 12.30 Uhr wieder zu Hause. Das heißt, ich war zwischen 0 Uhr und 12.30 Uhr außer Haus, das sind 12,5 Stunden. Auch das sind mehr als 8 Stunden. Und für diesen Tag, also für diesen Donnerstag, kann ich deswegen nochmal 14 Euro Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Genau so sollte das aufgelistet werden und dann rechne ich für die gesamte Geschäftsreise einfach die 14 Euro vom Sonntag, die 28 vom Montag, Dienstag und Mittwoch, das heißt 14 Euro plus 28 Euro plus 28 Euro plus 28 Euro plus 14 Euro vom Donnerstag, das rechne ich einmal alles zusammen. Da kommt ungefähr 112 Euro Verpflegungsmehraufwand für die gesamte geschäftliche Reise raus. Diese 112 Euro kann ich in meiner Buchhaltung als Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Diese Verpflegungsmehraufwandspauschalen sind für dich eine hervorragende Möglichkeit, um Steuern zu sparen. Und meiner Erfahrung nach wissen das viele Leute gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Aber auch bei diesem Thema gibt es ein paar Fallstricke. Und zwar gibt es zwei Beispiele, die ich nochmal hervorheben möchte. Die würden den Rahmen dieses Videos sprengen, aber zwei Dinge, also zwei Situationen, in denen du besonders aufpassen musst. Die erste Situation ist es, wenn du sehr, sehr lange unterwegs bist. Wenn du wirklich monatelang unterwegs bist, länger als 3 Monate, dann gibt es Besonderheiten. Es kann sein, dass diese Frist irgendwann mal unterbrochen wird und neu eingesetzt wird und so weiter, aber du darfst nicht einfach bis in alle Ewigkeit 28 Euro pro Tag als Verpflegungsmehraufwand absetzen. Wenn du sehr, sehr lange unterwegs bist, solltest du nochmal nachrecherchieren oder schreib uns einfach einen Kommentar unter diesem Video und dann können wir dir weiterhelfen. Die zweite Situation, in der du ein bisschen nochmal nachschauen solltest, ist bei internationalen Reisen. Denn die ganzen Beträge, die ich in diesem Video genannt habe, gelten für inländische Reisen, das heißt für Aufenthalte in Deutschland. Wenn du jetzt international unterwegs bist und Verpflegungsmehraufwand geltend machen möchtest, dann solltest du mal noch
nochmal nachrecherchieren, welche Pauschalen in dem Land gelten, in dem du unterwegs bist. Das ergibt keinen Sinn, das jetzt hier in diesem Video für alle Länder dieser Welt einmal aufzulisten. Deswegen solltest du einfach Verpflegungsmehraufwand, Pauschale und das entsprechende Land googeln und dann kommst du schnell auf den Betrag. Die Berechnung grundsätzlich ist die gleiche. Die häufigste Frage, die ich dazu bekomme, ist, wie das Ganze nachgewiesen und dokumentiert werden muss. Da habe ich einen kleinen Tipp für dich. Und zwar habe ich unten in der Videobeschreibung einmal eine Excel-Berechnungsvorlage verlinkt. Die habe ich erstellt, die kannst du dir gerne herunterladen, die kannst du dir einfach duplizieren, die ist kostenlos. Und denn, wenn du die benutzt, reicht das als Nachweis, damit auch du die Verpflegungsmehraufwendungen in deiner Buchhaltung geltend machen kannst. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, Steuern zu sparen. Ansonsten würde ich dich gerne am Ende dieses Videos auf unsere Aktion aufmerksam machen. Und zwar verlosen wir jeden Sonntag dieses tolle Überraschungspaket. Und auch du kannst dir die Möglichkeit sichern, dieses Paket zu bekommen, wenn du dieses Video kommentierst oder eins unserer anderen Videos kommentierst mit dem Hashtag Steuerfrage. Ansonsten würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, das kannst du hier erledigen, oder wenn du eins unserer weiteren Videos anschaust, das kannst du zum Beispiel hier tun oder hier. Noch einmal auf unsere Aktion aufmerksam machen, und zwar stand irgendwie quer und nicht hoch wie sonst.